Mieten von bis zu 42 Euro waren den Quadratmeter, Kündigungen, Räumungsklagen, Zwangsräumungen, Dauermodernisierungen ohne Sinn und Verstand, Umwandlung von Mietshäusern in Eigentumswohnungen, Vernachlässigung von Reparaturen, aber tägliches Putzen der Fassade, Wachschutz zum Erhalt von Leerstand, Jagd auf kreative Wandgestalterinnen. Es reicht. Akelius kann gehen. Spekulantinnen haben kein Anrecht auf unsere Miete. Die Enteignungskampagne ist super. Endlich wird mal wieder über die Eigentumsfrage nachgedacht. Der Mietendeckel ist nur ein Anfang. Ausnahmeregelungen und Befristungen müssen unbedingt entfallen. Und sowieso, das eine hebt das andere nicht auf. Wir brauchen beides. Aber es muss auch sonst noch grundsätzlich über vieles debattiert werden, wie zum Beispiel, was ist die Rolle der Justiz? Wir alle kennen noch Richterin Regine Paschke. Ganz nach ihrem Vorbild meinte letztens eine Jungrichterin in Neukölln, dass sich der Mieter eben einen anderen Vermieter suchen soll, wenn er mit Akelius so unzufrieden ist, dass er die Enteignung befürwortet. Was ist mit der Trennung von Politik und Wirtschaft? Wir wissen noch alle, wer Hartz IV eingeführt hat und wer den öffentlichen Wohnungsbestand in Berlin privatisiert hat. Der Wechsel von Politikerinnen in die Wirtschaft ist gang und gäbe. Aber es geht auch andersrum. Multimilliardär Roger Akelius hat sich 2016 Schweden als Bauminister angeboten. Was ist Gemeingut und gehört uns allen und ist prinzipiell unveräußerlich? Grund und Boden sind wie Luft, Licht und Wasser etwas, was allen Lebewesen gleichermaßen gehört. Niemand hat das Recht, es für sich alleine zu beanspruchen und zu kaufen oder zu verkaufen. Eins ist klar, wir brauchen weder Akelius noch die Deutsche Wohnen, Vonovia, Ado, Padovic, Piers Global und wie sie alle heißen. Wir brauchen solidarische Lebensräume, gesellschaftliche Besitzverhältnisse, eine gemeinwohlorientierte Wirtschaft, inklusive echtem Klimaschutz und eine gleichwertige Verteilung des Wohlstands für alle hier und weltweit.